Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ich heiße Melcher und ich werde euch heute Portal zeigen. Wer Portal nicht kennt, sollte sich schämen. Portal sollte man kennen. Ich starte mal und erkläre dann, was los ist in dem Spiel so. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón. Will fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ja, wir sind hier... Ein kleines Testobjekt, wie ihr schon hört. Wir sind im bei Aperture Science. Das ist eine Firma, die... Wie soll ich sagen? Tests durchführt und der Hauptcharakter, die Frau da, sie hat sich freiwillig gemeldet als Testobjekt und wir werden schauen, was uns erwartet. Portal ist ein Action-Adventure-Spiel und ja, halt auf Puzzle aufgebaut. Aber ich glaube, ich brauche da nicht viel sagen, weil die meisten. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja, genau was ich sagen wollte, danke, dass du mich ausreden lässt, ist das... Wer... Portal sollte jeder kennen, ist aus dem House of Wolf und ja, ziemlich bekannt. Warte mal, ich muss. So, die Effektlautstärke war ein bisschen zu laut, auch höher Stimme. Wer sie genau ist und was das alles zu tun hat, werden wir alles noch sehen. Wie ihr seht, ist irgendwie so eine Hinweistafel vor jedem Raum. Wir sehen, wir haben 19 Räume vor uns und da sehen wir halt, was uns erwartet und Aperture Science halt. Aperture Laboratories, besser gesagt. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt schweren Superkollisions-Superkopf. Ja. Genau. Also den Kubus nehmen, dann da durch. Dann auf und ja. Bitte begeben Sie sich ruhig in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, das sind halt so Einführungen. Wie ihr seht oder wie ihr wissen könnt, Portal ist jetzt kein Blind Let's Play, habe ich schon öfters gespielt. Und so haben wir gedacht, als Let's Play taugt es mir, weil ich mag das Spiel und die Story und für die Leute, die es nicht kennen. Sollten Sie es auf jeden Fall anschauen, aus dem einfachen Grund, die Story abnormal geil ist. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Wenn es weiter nichts ist. Danke. Das ist halt die Portal Gun. Die schnapp ich mir jetzt mal. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende.
Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Anscheinend ein paar technische Schwierigkeiten. Ja, das ist halt die Partikel. Es gibt halt, wie ihr seht, ein blaues und oranges Portal für die Leute, die es nicht kennen. Wenn ich das blaue gekriegt vom Orangen raus und umgekehrt genauso. Ja, das ist jetzt nichts weltbewegendes. Und mehr als dieses schöne Stück hier. Eine Erweiterung bekommen wir noch dafür, dass wir halt aus dem blauen Portal noch Orangen schießen können. Das dauert aber noch. Ja. Lassen wir uns überraschen. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Also, jetzt bin ich sogar dafür fast zu unfähig. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Töchter. Okay. Jetzt testen die Kinder. Wann habe ich das Spiel zuletzt gespielt? War es aber schon eine Weile. Muss sagen. Ja, es ist locker 5 Jahre, wenn ich da gerne. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ja, das halt. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Danke, jetzt kann ich endlich reden. Ja, vergessen was ich... ja genau, es sind alles Tutorials bis jetzt, nur einfache Räume. Es wird schwieriger und schwieriger und schwieriger. Und ja, keine Ahnung, ob ich noch alles schaffe auf Anhieb. Ist ja schon eine Zeit her, wo ich es gespielt wollte, werde ich wahrscheinlich hier öfters fehlen sehen. Hey. So viel zu, es wird nicht überwacht, gell? Dann halt nicht. Wir brauchen halt hier zwei Schalter. Also beide Schalter müssen aktiv sein, damit das funktioniert. Naja. Jetzt reden sie wahrscheinlich. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, ja, genau. Ich werde mal bei der ersten Aufnahme so 1-2 Stunden aufnehmen. Ja, schauen wir. Ich muss nämlich dann noch überprüfen, ob ihr alles passt von Soundstärke, falls es zu laut ist, also tut mir leid, werde ich das nachbeheben. Was ich... Sicherheit ist eins der Ziele des Enemy-Stand-Centers. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Ich glaube, der Computer oder was das ist, versagt ein bisschen. Findet meine Variable nicht. Subjektname und Subjektort, aber ja. Wenn ich mich nicht irre, müsste es jetzt so dann. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energie kapseln. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Arthur Science zur Kammerschleuse. Was ich sagen wollte, ich habe mir gedacht, jetzt bekommen wir die orangene Battlegun, aber da habe ich mich vertan. Aber wir bekommen keinen Fallschaden. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber wenn ich die zweite Battlegun habe, versuche ich es euch zu zeigen. Wir haben so spezielle Treter, die uns vor jedem Sturz schützen. Ja, ist denn irgendwas mit Zero, glaube ich. Ja. Irgendwas so. Bin mir jetzt genau nicht sicher. Ja. Sie redet mir noch ein bisschen zu viel. Aber
Ich hoffe, das wird sich auch bald einstellen. Dann kann ich nämlich mehr labern. Ja. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Das war jetzt knapp, jetzt wechselt runter. Hat. Aha. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ich habe gesagt, ich werde noch öfters was sagen. Ja, wunderschön. Das nenne ich mal ein Mega-Fail. Zuerst die Klappe aufreißen und gekommen, dass ich da nicht gerade reinfliege und dann sowas. Drücke, drücke, drücke. Jo, jo. Oh, das leuchtet. Was ich sagen wollte vorher, wir haben es gerade 22:20. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Anschein einer Gefahr, ich bin sogar gestorben, aber egal. Wir haben es 22:20. An einem Mond. Mein Handy hat 1% Akku. Ich glaube, warte kurz, das hänge ich mal an. Da ist LED gerade. Muss ich noch machen. So, sorry für den Standbild gerade eben. Das Richmond Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ja. Ja, das sage ich nicht mehr. Ah ja, genau, jetzt kann ich das auch für euch zeigen. Mit dem Kubus, dieses Feld, vernichtet, zeige ich jetzt mal, alle Portale, die ich erschaffen habe. Und zerstört alle Kubusse, die ich derzeit, also die ich in der Zeit da durchbringe. Deswegen muss ich versuchen, ihn da durch. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ich muss da oben drüber bringen, weil jetzt ist das nicht wirklich so leicht. Obwohl, wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Wie gesagt, gewusst wie. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Das ist der Aufzug. Wo ist Stylisch eigentlich? Naja. Aperture Laboratories. Ja. Irgendwie sollte ich doch vorsagen. Es wird schwerer. Ich sollte jetzt die orangene Partygarn bekommen, wenn ich richtig liege. Kann mich auch komplett irren. Ich geirre mich, gut. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Genau. Zeig auch. Ich weiß nicht, ob es noch erklärt, aber ihr seht auch da, so schnell wie ich da reinkomme, so schnell komme ich da raus. Deswegen kann ich, wenn ich von hoch oben runterfliege und reinfliege, kann ich weite Strecken überqueren mit diesem Sprung. In Anführungszeichen. Seht ihr, da oben ist ein Portal, ich springe da jetzt rein. Zium, und wieder. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Der Spektakulär hat sich sehr interessant angehört. Spektakulär. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Danke, ich mag Physik nicht so. Ist nicht mein Lieblingsfach, muss ich mal zugeben. Ja, und wir landen immer auf unseren zwei Beinen. Immer. Immer, immer, immer. Ich schau ein bisschen aus wie in der Gummizelle, die Wände da. Ja. Falls ihr euch fragt, ob es wert ist, sich Paddel zu holen. Auf jeden Fall. Und Paddel 2 auch. Wenn ihr Paddel 2 auch gespielt habt,
Dann würde ich empfehlen, mit einem Freund. Das Enrichment Center verspricht.